irgendwo über den Weiten der südafrikanischen Savanne. Taurus KEPD auf dem Weg zu seinem Ziel. Abgeworfen von Kampfjets und einmal programmiert, erledigt der Luftbodenlenkflugkörper selbstständig und äußerst effektiv seinen Auftrag. Bildmaterial ist selten, kein Wunder, denn Taurus kostet so um die 1 Million Euro pro Stück. Kein Wunder, dass Trainingsmissionen eher die Ausnahmen sind. Keine Ausnahme ist Taurus als Bestandteil der politischen Diskussionen, des Streits. Seit Monaten beherrscht ein Waffensystem die deutsche Innenpolitik. Der Bundeskanzler, nicht die Bundesregierung, der Bundeskanzler verweigert bis zum heutigen Tag jede Antwort auf die Frage, warum er denn eigentlich diese Lieferung nicht freigibt. Aber das Entscheidende ist, dass wir unterlassene Hilfeleistung erbringen. Und diesen Vorwurf muss sich das Bundeskanzleramt wirklich gefallen lassen. Unterlassene Hilfeleistung? Der Kanzler, der Taurus-Verweigerer, der damit die Ukraine ihrem Schicksal überlässt? Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Doch nicht nur gegenüber der Opposition muss Scholz sich rechtfertigen. Auch in der Ampelregierung ist Scholz das rote Tuch. Scholz mit seiner völlig unverantwortlichen Begründung für die Taurus-Absage, das ist ja eine Geste der Schwäche gegenüber Putin, die ganz krass ist. Das ist ja direkt eine Einladung an Putin, weitere Länder anzugreifen, nach dem Motto, wir können eh nichts tun, wir sind eh schwach. Ich möchte mir nicht eines Tages vorwerfen lassen, im richtigen Augenblick nicht das Richtige getan zu haben. Die Scholze-Haltung spaltet, erschwert das Regieren und lässt selbst den eigenen Verteidigungsminister ratlos erscheinen, wenn der erklären soll, warum der Kanzler jetzt plötzlich durch Taurus-Lieferungen eine deutsche Kriegsbeteiligung fürchtet. Wenn ich mich recht entsinne, ist diese Begründung schon gefallen und auch schon vor Monaten. Sie ist nur nie so unmissverständlich noch mal in wenigen Sätzen zu Papier gebracht worden. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und warum das nicht früher noch deutlicher passiert ist, würde ich Sie einfach bitten, die Frage ans Kanzleramt zu stellen. Ich finde aber, es war deutlich. Eigentlich kennt jeder diese Argumentation. Wie lange hält Scholz diese Argumentation noch durch? Ausgerechnet hier kommen die Russen ins Spiel. Freitag dieser Woche Russia Today. Putins Propagandasender verbreitet ein offensichtlich abgehörtes Dienstgespräch ranghoher Luftwaffenoffiziere. Das Thema Taurus. Ja, schönen guten Tag zusammen. Die Militärs beraten fast 38 Minuten, wie man der Ukraine Taurus liefern kann, ohne damit die vom Kanzler gezogenen roten Linien zu überschreiten, ohne dass deutsche Soldaten im Vorfeld beteiligt sind. Stichwort Missionsplanung. Die Vorgabe ist, es gibt ja keine direkte Beteiligung. Wir können nicht die Missionsplanung in Büchel machen und sie rüberschicken. Da könnte ich mir fast vorstellen, dass das für Deutschland eine rote Linie ist. Am Ende gibt es kein klares Votum, nur die Erkenntnis, Taurus ginge zur Not auch ohne deutsche Soldaten. Allerdings ist das System dann eher ineffektiv. Eigentlich braucht es eine fundierte Ausbildung, fundierte Daten. Ob das des Kanzlers Linie ändert? In der SPD teilen die meisten Scholz Befindlichkeiten. Er höre auf die Menschen. Die Mehrheit in Deutschland will nämlich keine direkte Kriegsbeteiligung. Basta. Auch Vorwürfe, Scholz mache plötzlich auf Friedenskanzler und schiele damit nur auf die kommenden Wahlen, bügeln sie hier ab. Ich halte das für einen wirklich ekligen Vorwurf, dass jemand mit einem Krieg, dem Zehntausende Menschen zum Opfer gefallen sind, Wahlkampf macht. Und ich finde die Argumentation, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, das, was der Bundeskanzler als Amtseid geschworen hat, das ist seine verdammte Pflicht und seine Aufgabe, das auszufüllen. Doch Hand aufs Herz. Gibt es irgendwann keinen Grund mehr, am strikten Nein zu Taurus festzuhalten? Wenn man dem Bundeskanzler genau zuhört, dann hat er sowohl zu Taurus wie auch zu allen anderen Waffensystemen zuvor nie Ewigkeitsaussagen getroffen. Denn niemand weiß, was die Zukunft bringt, wie der Krieg sich weiterentwickelt, welche Eskalationsstufen Putin noch wählt. Aber für den Moment, für alles, was wir jetzt wissen und wie wir die Lage jetzt bewerten können, ist eine Entscheidung getroffen. Noch ist die Linie des Kanzlers bei Taurus rot. Rot heißt Stopp, heißt keine Lieferung. Heißt allerdings auch, der Streit über Taurus wird weiter Deutschlands Innenpolitik dominieren. Für kommende Woche haben CDU und CSU eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt. Ich begrüße jetzt aus Köln zu uns geschaltet Rolf Mützenich, den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Mützenich. Guten Abend, Frau Zimmermann.
Deutsche Offiziere denken darüber nach, wie es möglich ist, die Taurus-Marschflugkörper doch ohne deutsche Beteiligung in die Ukraine zu liefern. Und wir haben es gerade gehört, SPD-Generalsekretär Kühnert sagt, das Nein des Kanzlers zum Taurus sei womöglich nur für jetzt gültig. Bereitet der Kanzler eine Kehrtwende in Sachen Taurus vor, so wie im vergangenen Jahr für die Kampfpanzer? Nun, das sehe ich überhaupt nicht. Der Bundeskanzler hat eine klare Haltung geäußert, zuerst gegenüber den Korrespondenten der Hauptstadtpresse, den Chefredakteuren und dann auch gegenüber der Öffentlichkeit. Ich habe ihm den Raum verschafft, dass er diese Erklärung machen kann, im Gegensatz zu einigen, leider auch in der Koalition, die ihm diesen Raum nicht geben wollen. Und er hat gute Gründe, zu dieser Entscheidung zu kommen. Sie haben es gerade schon gesagt, auch aus der Koalition gibt es Stimmen, die dem Kanzler vorwerfen, seine Gründe seien vorgeschoben. Wir haben aus dem Gespräch der Offiziere gelernt, dass es zwar extrem schwierig ist, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern ohne deutsche Beteiligung, aber wohl doch möglich. Ist die Argumentation des Kanzlers damit widerlegt? Nein, das war ja offensichtlich und wir kennen noch, glaube ich, noch nicht alle Einzelheiten, ein militärisches Gespräch. Aber am Ende ist es wichtig, dass die Gesamtschau vom Bundeskanzler, aber auch von der Bundesregierung gemeinsam gemacht wird. Und hier sind insbesondere verfassungsrechtliche Fragen, die das Parlament betreffen, aber auf der anderen Seite auch politische Einschätzungen notwendig. Und ich will mal ganz klar sagen, das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Deutsche Bundestag, selbst wenn es bereits Anhaltspunkte gibt, einen Beschluss fassen muss, dass Bundeswehrsoldaten, wenn sie in einen militärischen Konflikt verwickelt sein könnten, dieses Mandat auch ausgesprochen wird. Und ich finde, wenn ich dem Bundeskanzler Rat geben sollte, ist das eine politische und rechtliche Grauzone, die ich auch nicht betreten würde. Deswegen ist diese Entscheidung politisch und rechtlich angemessen. Und das wird auch jeder, der sich mit den unterschiedlichen Argumenten befasst, am Ende in der Summe ziehen können, wenn er das will. Also die Schlussfolgerungen anderer sind ja andere. Zumindest die Offiziere sagen ganz klar, es ist möglich ohne deutsche Beteiligung. Es bedürfe nur einer langen Ausbildung der Ukrainer. Dann muss man sich ja fragen, angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine, warum diese Vorbereitungen noch nicht getroffen wurden. Denn die Ukraine fordert die Marschflugkörper ja schon seit Mai 2023. Ja, aber noch mal, Frau Zimmermann, es gibt auch noch andere Dinge, die zu bedenken sind. Und das ist eben auch das, was das Bundesverfassungsgericht auch von der Bundesregierung verlangt. Wir müssten möglicherweise dann auch ein Mandat beschließen. Und ich frage jetzt auch mal die Öffentlichkeit und insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges, wollen wir uns jetzt auch noch eine Debatte leisten, dass wir Soldaten legitimieren, in diesem Konflikt möglicherweise auch involviert zu sein, egal an welchem Ort. Und ich finde, das hat der Bundeskanzler sehr klargestellt. Und das ist doch was Wichtiges auch, dass wir im Gegensatz zu Großbritannien und zu Frankreich eben auch andere Institutionen haben, nämlich das Parlament, was von den Wählerinnen und Wählern legitimiert ist, um in solch sensiblen sicherheitspolitischen Fragen mitentscheiden zu können. Und in dieser Gesamtschau, neben den politischen Bedenken, hat der Bundeskanzler auch entschieden. Ja, das betrifft die Beteiligung deutscher Soldaten, die Offiziere. So scheint man das Gespräch lesen zu können, sind der Ansicht, es geht auch ohne Beteiligung deutscher Soldaten. Gehen wir nochmal zurück auf das Gespräch. Die Alliierten, die Verbündeten sind brüskiert, denn in dem Gespräch wird auch gesagt, dass britische Soldaten in der Ukraine tatsächlich vor Ort sind, wie der Kanzler es letzte Woche auch schon angedeutet hat. Die Opposition verlangt eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses, wo der Kanzler auftreten soll. Wie stark ist Olaf Scholz jetzt unter Druck? Frau Zimmermann, das ist doch nun wirklich eine pure deutsche Diskussion. Wir wissen doch seit Monaten auch aus Veröffentlichungen in britischen Medien, dass offensichtlich auch vielleicht britische Soldaten in der Ukraine für das dort gelieferte Waffensystem sind. Und das sind Dinge, die alltäglich auch nachts... Aber das ist ja schon was anderes, wenn das der Kanzler auch sagt. Ja gut, aber trotzdem hat er ja etwas aufgegriffen, was schon längst bekannt ist. Deswegen finde ich, da wird auch mittlerweile ein Popanz aufgebaut, weil er gute Argumente vorgebracht hat. Wenn einigen das nicht passt, dann muss man sich politisch damit auseinandersetzen, rechtlich damit auseinandersetzen, aber doch nicht einfach irgendwas aufscheuchen, was schon längst eben auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Herr Mützenich, eine Frage noch. Unterstützt Olaf Scholz zwar so lange wie nötig, aber vielleicht nicht so viel wie nötig? Bitte kurz.
Na, er tut, ich meine, wir sind an zweiter Stelle der Länder neben den USA, die am meisten die Ukraine unterstützen. Aber und das hat der Bundeskanzler, nicht. Na, das hat, ja natürlich, weil die anderen eben nicht liefern. Und vielleicht hat der ein oder andere, der vorlaut bestimmte Bemerkungen in dieser Woche gemacht hat, auch ein schlechtes Gewissen. Sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einladung, Frau Zimmermann.